So, da, da. Weiter geht's. Komm zurück zu Yakuza Kiwami 2. Wir sind wieder zurück in Kamurocho und anscheinend ist es schon wieder Abend. Also die ganze, also offensichtlich ist die ganze Beerdigung in der Rest irgendwie doch noch abgelaufen. Nur halt irgendwie die anderen klar mit der nicht. So, wir kriegen ja einen Anruf von Sayama. Hallo. Sayama, sorry, es ist, ich war ein bisschen beschäftigt, mich anzurufen. Ich, hab bereits rausgekriegt, was passiert ist. Die Omiyalanz hat bereits, hat ihren Angriff gestartet. Ja, Sengoku, um genau zu sein. Warte. Nur Sengoku? Warum? Können wir nicht später reden? Es, hier passiert gerade ziemlich viel. Wo bist du gerade? Na, der Verdammnis. Ich bin auch gerade in der Nähe. Gib mir einfach eine Sekunde und ich werde da sein. Siehst du, ich tue gerade in der Nähe. Ach komm, da kommt aus dem Nichts. Also, was passiert? Alles, was ich im Moment weiß, ist das, was Ryu gesagt hat. Weil was? Ryu ist auch hergekommen? Ach stimmt, Ryu hat nur noch gesagt, er ist hier, um Urlaub zu machen, weil hier ist die Luft so ein bisschen besser. Ja, die Goryu haben das Tojo-Clan-Hauptquartier angegriffen. Wir haben sie zwar zurückgeschlagen, aber er hat gesagt, er hat es nicht mehr befohlen. Wenn das, was er sagt, wahr ist, dann ist Sengokus Angriff unabhängig vom Goryu-Clan. Tja, sieht aus, als wäre die ganze Omi-Allianz irgendwie auf eigene Füßen klargekommen. Das kann vielleicht sein, aber meine erste Priorität ist hier, Sengoku zurückzuschlagen. Ja, genau, lass uns beeilen. Was ist hier los? Oh, was sind die denn? Sengoku Familie mit dir. Oh, verdammt, Mann! Möchte irgendjemand erklären, was passiert ist? Da hat Majima hier die einen Mann-Armee raushängen lassen. Das macht er manchmal, der kleine Majima. Er sich geärgert fühlt. Dann lächelt er darüber. Hallo, also hier vorne ist der komische Boss. Okay, mal kurz bleiben. Hab ich ja immer zu weit liegen. Zuletzt finde ich den berühmten Yakuza Kazuya Kiyomu. Ach ja, das. Naja, gut, Kiyosan, wir sind beide erwachsen hier. Also, warum sprechen wir uns nicht einfach aus? Hast du ein oder zwei Minuten? Möchtest du das hier wirklich aussprechen? Möchtest du es wirklich aussprechen? Um genau ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, am Anfang das auszusprechen. Um genau zu sein, bin ich hier, um dich auf einen Einweg in die Hölle zu schicken. Jetzt stirb! Wenn man tatsächlich was schickt, macht das tatsächlich Schaden. Aua. Lass uns reden wie Erwachsene. Jetzt, also, bevor wir hier anfangen, bevor du mich anfängst zu schlagen, ich hätte nicht gedacht, dass du so eine stechende Person bist. Wie jeder guter Sportsmann habe ich mich für etwas Kompensation für dich vorbereitet. Natürlich. Hier, jetzt. Oh, ich habe ein Messer gefunden. What? Ich kriege gerade einen Whisper und ich verstehe die Meldung nicht. Ziemlich gewaltvolles Spiel. Ja, das heißt ja auch Yakuza. Ah, das ist, glaube ich, auch ab 18. Man kann tatsächlich das Gewaltlevel runterstellen. Das hier ist das mittlere Gewaltlevel. Also es würde durchaus noch mehr gehen. Das ist ein... Tatsächlich spielt man das... tatsächlich spielt man das Spiel nicht für die Hauptstory, die zwar irgendwie auch ganz spannend ist, aber das gut im Spiel sind eigentlich Nebenmissionen. Om nom nom. Vielen Dank, dass ihr da wart, ja. Freut mich. Disco Elysium, was soll das? Was ist das? Ein Hype-Spiel. Vielleicht habe ich Mittwoch Zeit. Guck mal, da hinten liegen noch mehr Typen auf dem Boden. Oder? Und alle machen Fotos. Ja, können wir nur gegen einen Typen verlieren? Mit nur einem Auge. Das müssen Typen von der Sengoku-Familie sein. Was? Ein Auge? Da ahne ich ja, wer es gewesen war.
Dass der Typ telefoniert und rennt mich rein und will sich dann noch beschweren. Schlafen bestimmt in China, ist das ein Zeichen von Fleiß? Nein, in Japan war das ein Zeichen von Fleiß. Wenn du auf der Arbeit schläfst, dann ist das, Majima no Nisa. Oh, Majima sieht doch nicht gut aus. Osai wa Kiru-chan. Sengoku-mi no Heitai. Zuin putta-o-shita de. Nisa. Yakusoku yatta kara ne. Chanto mamotta de. Ah. Sore yori. Hayo toujoukai no honbu ni modoru ya. Naze da? Renchu. 町中でヘリ飛ばしたり兵隊を更新させたりしたんは桐生ちゃんをここにおびき出すためや本間の目的は本部を乗っ取ることや本当か裏で戦国組を手引きしたんは進藤や進藤があのドアを金で願ったんや Sie kann sich um ihn kümmern. Ante, chikoku de miru to erai beppin san ya nai kai. Waji no onna ni. Mudaguchi kikanai de shizuka ni shite nasai. Ja, taronda. Also die große Erkenntnis von Majima war jetzt, dass das ganze Helikopterzeug und das war alles nur, das ging nur darum, ihn aus dem Hauptquartier rauszutreiben. Ich muss zurück zum Dojo-Hauptquartier. So, gibt es irgendwelche Nebenmissionen, die ich machen kann? Gibt es gute Sidequests, mit denen ich mich beschäftigen kann? Anscheinend nicht. Na gut, dann machen wir halt. Shindo, er wird dafür bezahlen. Also, ach ja, und dann haben sie ihm bei noch gesagt, dass es einen Verräter im Tojo-Clan gibt namens Shindo. Das war, glaube ich, der Typ, der bei der Beerdigung grinsend im Hintergrund stand. Majima Prioritäten. Das verwandelt sich gleich in einen Zombie. Das hat er schon mal gemacht. Majima ist, das ist ja der zweite Teil, die war mir im ersten Teil. Macht er aber so eine Trainingskämpfe mit dir. Und eins seiner Ereignisse, die er mit dir macht, ist tatsächlich, dass da so ein Zombie-Event. Darstellt. Und da wird er tatsächlich zum Majima-Zombie. Mal hier. Ich kann ja auch mal lösen. Mist. Verdammt, das ist teuer. Na gut, dann nicht. Na gut, dann fahren wir zum Tunnelhauptquartier zurück, weil es so schön war. 660 Yen, das ist teuer geworden. Dieses Spiel ist mir mit seiner Art völlig fremd. Oh. Also, das Spiel ist so, dass die Hauptstory bierernst ist und wirklich sehr, naja, also wie sehr hart. Und dass die Nebenmissionen eigentlich sehr witzig sind. Das spiele ich das eigentlich nur mit den Nebenmissionen. Ich spiele das auch auf leicht, nicht weil ich hier Bock habe, wie Stunden mich mit dem Feindspiel auseinandersetzen. So, ist alles vorbei? Oh, Kyo-san, beeil dich! Es ist alles vorbei, zu stark! Ach, guck mal, ich kann mal mit ihm reden. Es tut mir so leid, ich konnte dich beschützen. Was zur Hölle ist passiert? Ach, guck mal, der reden möchte. Quick! Schnell! Shindo hat die Vorsitzende. Hier, bleib bei mir! Peil dich! Im Besprechungsraum! Schnell! Ach guck mal, da oben stehen irgendwelche komischen Typen. Ach, das ist die Nakayama von mir. Ach, das darf ich nicht, Shindo! Das ist der Typ, der keinen Bock hatte. Die wird alle mit dem Holzmesser. Der gute Eichenholzmesser, der kennt die nicht. Wo ist er denn gerade hingeflogen? Warte mal, man gibt mir diesen Eichenholzmesser. Ach, ich muss tatsächlich unten in den Raum. Also es ging hier nur um die Vorsitzende, um die stellvertretende Dingsbums hier. Was ist hier los? Achso. Nein!
bitte meinen Holzkatana wieder? Ich war stark an, wenn wir so einen Holzkatana. Ja, die Flasche immer noch. Haben wir es doch. Schön. Ich könnte Vase mitnehmen, wenn ich wollte. Was ist denn dieser dumme Beschreibungsraum? Gibt es anscheinend nochmal einen Heiltrank? Habt ihr auch so ein paar aufgestapelte Tische, soll ich hier aufhalten? Das war die ganze Nishiyama-Familie? Oh, guck mal, die haben sogar Waffen. こんなことをしてただじゃ済まないよ。もう勝負はついたんですよ。あなたが留守の間、一仕事させてもらいましたよ。戦国に買収されたそうだな。これでもう登場界の現体制は崩壊です。あなたの小細工で右往左往するような登場界じゃないわ。いいや。 自分には聞こえるんです。登場界が音を立てて変わっていくのが。今頃他の幹部は戦国組が送り込んだヒットマンの餌食になっていることでしょう。何？うん。あ、じゃあ、グラッタ・ツェイトス、ハムロ城に戦国組の兵隊が現れたそうだが。 今日は五代目の総。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。ネット。Also Kiyo hat es aber zwischendurch geschafft, dass er der vierte Vorsitzende des Tojo Clans war. Normalerweise wird er übrigens relativ selten im Spiel geschossen, was eigentlich sehr überraschend ist, ne? Weil ich glaube, die echte Mafia ballert mehr rum.恥ずかしくねえのか。てめえが世話になった登場会を売り渡すような真似をして。売り渡しはしませんよ。私が次期会長の座について、ついでに姉さんを自分のものにします。何を言ってるんだい。俺はね、姉さん、前からあんたに惚れていたんですよ。 私から逃れることはできませんよ。お前何してるか分かってんのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが。それが原因で登場界はガタガタになっちまった。結局俺もあんたも同じ穴のムジナってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より、 私の方が姉さんを幸せにできます。あんたに、あの人の何が分かるってんだい。他に女を作ろうと何だろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。死んだ。聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる。それが女の強さだ。そんな能書きはどうでもいいですよ。 欲しいものを力で奪う。それだけです。そんなことは俺が許さねえ。受けて立ちましょう。あんたの首取って、登場界の跡目を継ぐ。そして俺は、姉さんを手にするんだ！ Also. Er meinte, das ist... Die Zeit wird verändern.
dass er gewartet hat. Kuchishindo, Tufelpflanze, der Partei, der nicht hier, aber von mir. Endboss? Nein, doch nicht. Der Endboss, ach guck mal, sie steht irgendwo hinter runter. Das, der meint, dass er. Oh, der, guck mal, der hat so coole Blut-Effekte, aber dann möchte ich nicht gegen ihn kämpfen. Ich hau ihn einfach die Kaut auf den Kopf. Auf jeden Fall, long story short, er hat scheinbar die Familie eigentlich nur verraten, weil er die, naja, Vorsitzende Dingsbumsfrau haben möchte. What? Hey, ich kann meinen komischen Balken gerade aufladen. Wir haben das wegzuhaben. Ich will diese Couch loswerden, endlich. Und meinte denn, dass sie den Goku-Attentäter hauen jetzt alle Offiziere des Tojo-Clans um und deswegen verändert sich der Tojo-Clan selbst. Was ist denn jetzt? Hat er jetzt eine Schusswaffe? Ne? Sein Schwert bringt ihm überhaupt nichts. Hat er hier nur Verstärkungstruppen? Warum flieht er eigentlich? Ist ein Golden Dollar-Kerl, ne? Ist das Spiel lauter? Oh, das kann sein. Das ist durchaus möglich. Ich hatte von Dingsbums, von Deponia am... am Freitag, das den Stream noch lauter gemacht. Und er hat es jetzt gerade damit logisch versucht zu erklären, dass er alles so getan hat, weil Yuyai Dingsbums da... Also Mr. Studium haben wollte. Die übrigens gerade meint, dass sie nur Augen für den ehemaligen Vorsitzenden Dojima hatte. Und der gerade argumentiert hat, naja, der hatte doch an jeder Ecke, hatte er doch eine Mutter gehabt, dass das und hat sich sehr gut gemacht und das ist halt total unlogisch eigentlich, dass sie da eben so die Treue hält. Wir wissen eigentlich, dass der alte Dojima tatsächlich sehr untreu war. Was kommt jetzt noch mit dem? Hä? Ich wusste gar nicht, dass Kiyo in der Kunst des Schwertkampfs geschult ist. What? Ich bin tot. Naja, Schwertkampf verloren, Kampf gewonnen. Tja. Geht es dir gut? Ja, dann lass uns mal gucken, wie es der eigenen Kashigawa geht. Komm mit. Ist das ein cooler Schwertfinisher versaut für uns? Es scheint echt so, ne? Das war wahrscheinlich genau der Plan. Aber ich habe gedrückt wie ein Wahnsinn und das hat einfach nicht gereicht. Also viel Story war für ihn nicht zu erzählen. Also er hat auf jeden Fall den Tojo-Clan nicht für Geld verkauft, sondern für die Hand einer Frau, die er, weil er meint, er kriegt alles mit Kraft. Hat ja alles dabei geklappt. Und Kiyo war auch mal Yakuza, ist mittlerweile Zivilist offiziell, weil er hat das ganze Yakuza-Sein zwischendurch aufgegeben und es war da zwischendurch 10 Jahre im Knast und dann sind die Ereignisse in Yakuza 1 passiert. Da war er für ungefähr 5 Minuten, weil sein Vorgänger ihn zum großen Nachfolger des Tojo-Clans ernannt hat, war er kurz vierter Vorsitzender des Tojo-Clans, aber das hat sich innerhalb von wenigen Minuten wieder ergeben, weil er hat nämlich dann gleich auf den nächsten Typen eingesetzt und dann war er halt nicht so lange dabei.